Hallo, jetzt willkommen zu der wahrscheinlich letzten Folge. Wir waren jetzt gerade hier im Erbauer-Fabrikator-Bereich und haben den Körper wieder zusammengestellt. Das heißt, unser guter... Ach, der Penner, ey. Fuck you! Der erwischt uns bestimmt wieder. Also, jedenfalls, unser guter Kumpel Alan hat jetzt wieder einen Körper. Und da ist auch einer. Oh, nee! Oh nein, worst case. Worst case. Worst, 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 worst case. Wenn ich jetzt Pech habe. Okay, gut, 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 gut. Weil hier sind halt zwei Stück, die sich auch überlappen können. So vom Spawn-Verhalten. Wenn ich jetzt zum anderen gegangen wäre, der hätte mich nochmal angegriffen und dann wäre es mit der Bahn. Dann wäre die kaputt. Soll ich mal verpissen, Mensch. Ja. Und nochmal. Und das Beschissene ist, ich habe ja lange darüber gesagt, ne, ich brauche eine Panzerung, ich bräuchte irgendwie ein Perimetersystem. Und eine Panzerung gibt es wirklich nicht. Aber es gibt ein Perimetersystem im Game. Das habe ich jetzt gerade nochmal erfahren. Das gibt es. Ich habe es nur nicht gefunden. Und das ist das Bescheuerte. Ich hab überall was geguckt. Ich habe überall alles nachgeguckt. Ich meine, ich habe ja überall geschaut und ich habe es nicht gefunden. Und ihr seht, wie scheiße das hier gerade ist, ne? Also, ich steige aus, repariere und das kann ja wohl nicht ernsthaft von den Entwicklern so gewollt sein, dass du hier unten ohne Perimetersystem rumgammelst. Weil die Scheiße, die kann sich ja niemand geben, also for real. Was soll das hier? Das ist ja nur krepelig, was ich hier mache. Das heißt, man sollte das eigentlich schon finden. Ich weiß nicht wo. Muss irgendwo versteckt sein. Ja. Sei es drum. Ich habe jetzt erstmal alles, was ich brauche. Und wir müssen jetzt nur noch zum Portal zurück. Und ich, versuche mal jetzt nicht wieder durch denselben Eingang, wie wir reingekommen sind, rauszugehen, sondern durch den anderen. Einfach weil bei dem anderen der Thanatos nicht so nah dran ist. Dann sollte er mich auch weniger abfacken. Sei denn, er ist direkt vor mir. Mal, dass wir hier vorbeigehen. Rumschlawinern. Hier ist der andere Eingang. Gut. Ja, hier ist der eine. Ja, das war der, bei dem wir zuerst drin waren. Das heißt, wir sind schon mal auf der richtigen Seite. Das passt. Jetzt müssen wir irgendwie hier links und möglichst weit nach oben dann. Und dann ist das ist, glaube ich, der Ausgang bei der Oma. Wenn ich es richtig habe. Das sieht, glaube ich, schon gut aus hier. Geht's da höher? Yes. Und das sieht auch sehr nach der Ecke aus, die wir runtergegangen sind das erste Mal. Was ja bei der Oma war. Geht's da höher? Ah. Ich höre ihn wieder. Und er ist hinter mir. Natürlich ist er da. Warum auch nicht, ne? Gönn dir, ich schmecke ja so gut. Das ist auch nicht lernen, ne?
Also die schlappern mich schon die ganze Zeit ab und merken, Metall, eklig. Lass mich wieder gehen. Aber machen dann wieder das gleiche, den gleichen Fehler machen sie gleich nochmal. Und ich glaube, was mir gerade einfällt, wäre, glaube ich, eine gute Idee, wenn ich die Base von der Oma... Ach, die habe ich noch markiert. Da, ja, da muss ich hin. Also genau hier hoch. Dann bin ich wieder zurück. Back im Game. Dann kann ich auf dem Weg hin auch noch mal gucken, ob vielleicht bei der Oma noch irgendwas los ist. Also ob wir da irgendwie noch was angucken können, was vergessen haben. Was noch nicht gesehen haben. Hat sich aber auch einen wirklich krassen Punkt ausgesucht, um ihre Base zu bauen. Ne? Also genau hier den Weg zu den unteren Höhlen und so. Dann gucken wir mal vorbei. Ah, sie ist auch schon wieder hier anscheinend. Na? Jetzt kann ich auch in den hinteren Bereich reingehen. Ja, hallo? Nun knabberst du an einem Erbauer-Tafel rum, ne? An dieser blauen, ne? Ja. Eng hier. Ich kann auch mal den Abwasch machen hier, also das ist ja ekelhaft. Ah, jetzt sind noch so ein bisschen was mit Sachen. Hier ist eine Dusche. Aha. Cool. Coole Sache. Waschbecken. Ja, haben sie. Hat sie im Bad? Oh, der Toilette. Mein Gott. Stimmt, unser Anzug müsste, glaube ich, auch Fäkalien aufsammeln und verarbeiten, weil wir haben noch nie geschissen hier. Cool. Ich wage aber zu bezweifeln, dass dieses Skelett den Tisch auch stabil hält. Aber ist nur meine Meinung, ne? Guck mal, hier sind ein paar gute Fische. Kaffeeautomaten. Feld. Cool, cool, cool. Jetzt haben wir hier einen leeren Raum, der getrennt ist. Und hier ist ihr Zimmer. PDA. Fortnite into our voyage. I was more or less living inside the creature's ribcage. It meant shelter and it meant food. The flesh was starting to rot. The stench was unlike anything I'd ever smelled. As we floated, the temperature dropped, and the rotten meat began to stiffen and freeze. Slowly, almost imperceptibly, the Reaper began to lose buoyancy. We sank a little each day. My sanctuary was becoming my tomb, and I was at the mercy of the current and the winds. Until one day, I saw a smattering of penguins in the distance. Swimming birds usually mean solid land of some kind. I was lucky. The winds followed their path. Hours later, I saw a blessed sight. An unmoving cloud sitting upon the water. Land. It renewed my spirit as I watched the land get closer and closer. The Reaper slowly sank, but I was no longer worried. When the Reaper finally sank below the water, I was close enough to lazily swim my way to shore. I made a note to come back for the Reaper's skull. I didn't ride the beast for 3 weeks to have no proof. Land never felt so good, even in this Arctic hell. Hm. Sie hat einfach ewig lang, wochenlang diesen Reaper geritten. Crazy Motherfuck. Eng.
Der Bildschirm ist aus, Madame. Na gut, ich gehe dann wieder, ne? Tschüssi, Kowski. Schade. Ich dachte, da kommt noch ein bisschen mehr rum. Aber zumindest ein bisschen Lore mitgenommen. Hab was rausgefunden über die Oma, was ich vorher auch nicht wusste. Jetzt sind die Boje mitgenommen. So, und wir müssen jetzt einfach nur noch zur letzten Base rüber. Ja, also können wir uns die auch mal markieren. Ah, ist schon markiert. Ja, perfekt. Wo geht's denn hier raus, bitte? Ah, hier ist nichts mehr. Sieht schon cool aus. Aber ich will ja nicht ablenken. Ich wollte nur mal kurz nachschauen, wegen dem Perimeter-System. Das vielleicht bei diesen Kobolden liegt. Weil ich aber auch wirklich alles abgeklappert habe, ne? Also komisch, wenn das dann hier wäre. Dahin. 1600 Meter. Ah, das sind die Quallen. Das sind ein paar Babyquallen von der Art, ne? Und in so einer großen sind wir auch schon drin gewesen. Viele können das von sich behaupten. Ich war mal in einer Qualle drin. Na gut, ich weiß auch nicht, ob man darauf stolz sein kann. Also von der Story her ist jetzt Alan so weit, dass er wieder zurück nach Hause will. Jetzt hat die Frage, ob er uns mitnimmt durch das Tor. Oder was wir dann machen, ne? Weil im Prinzip, wir sind doch hergekommen, um die Freundin zu finden. Aber soweit das aussah, ist sie gestorben, richtig? Bei dieser Explosion. In dem Eisding. Aber so richtig kann ich das noch nicht verbinden. Also irgendwie... Für mich ist gerade noch so die Story von der, von dem, was hier passiert ist, so, und was die hier gemacht haben, noch nicht so ganz verknüpft mit dem, was Alan so hat. Weil der ist eigentlich nur auf der Suche nach seinem Körper. Und nicht nach, was hier jetzt so gerade passiert ist, weil da hat er eigentlich noch nicht viel mitgekriegt. Aber vielleicht wird das ja gleich noch alles irgendwie zusammengefügt. Vielleicht bin ich auch einfach nur dumm. Ja, wenn ich das bin, dann, Klärt mich gerne mal in den Kommentaren darüber auf, wie das denn jetzt hier eigentlich genau richtig ist. Ja, weil ich könnte es ja auch einfach nicht gecheckt haben oder was Wichtiges nicht mitgekriegt und so, ne? Ja, ich glaube, das muss halt rechts lang, ne? Irgendwo hier rechts wird der Eingang sein. Yep, hier ist er. Obwohl, ja, ich steig doch nochmal kurz ein, aber so, dass ich aussteige. So. Aber nur um kurz was zu essen noch. Sehr gut. Auf geht's zu den letzten paar Minuten des Spiels wahrscheinlich. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich wieder zurückgehe. Ich glaube, wir gehen jetzt zu dem Tor und da endet es. So ist jedenfalls mein Gefühl.
Außenposten 0. Outpost 0. Ist schon ein bisschen irgendwie auch cool, dass genau da, wo wir das allererste Mal waren, also das, hier sind wir literally wahrscheinlich erste Folge. Was ist denn hier? Erste Folge oder so gewesen. Also sehr, 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 sehr früh. Und haben direkt die ganzen Basis-Baumaterialien gefunden oder so, ne? Die Basenbau-Septe und so. Da oben hin. Und hier, wenn. Jetzt zu Ende. War doch irgendwie. Na, komm, na. Okay, gut, das soll nicht sein. Und ich habe leider auch keine Materialien dabei, um irgendwas hochzubauen. Warte mal, warte mal. So, mein Gott. Mann, hier ging's hoch. Hoch da jetzt. So, ab in die Höhle. Dass es hier halt auch endet, wo es angefangen hat. Also fast angefangen, ne? Ich weiß, war ein bisschen weiter links, aber quasi hier in der Gegend. So, ist Alan dann auch schon hier? Ist er schon vorgegangen? Ja, das sieht ja dann aus, dass er da schon ist. Da steht er schon. Und macht alles. War bereit. Are you preparing to leave, Alan? Yes. There is much to do. Uff. Cool. Alan. Do you still wish to leave with me? Beyond this teleporter, there is no turning back. Are you kidding? I can't pass up a chance to see where Architect's coming from. Besides, I don't have another ride. I do not know what we will find there. The others may be sick or angry. If they live at all. Or you could find peace. Family. I hope you are right. Please complete any business you still have on this planet. Join me on the other side when you are ready to leave. Ja, dann ist es genauso, wie ich gedacht habe, ne? Also von der Story her, ne, wir haben ja alles gefunden, die ist tot, das ist, ne, und hat, war irgendwie heldenhaft so, glaube ich auch, ne? Irgendwie so, habe ich jedenfalls zumindest ein bisschen in Erinnerung. Und wissen nicht, wie wir zurückkommen. Wir haben ja nichts mehr, was uns hier hält. Also gehen wir jetzt einfach hin und gucken mal, was da so ist, ne? Kann ich das Spiel austricksen, indem ich hier von hinten durchgehe? Mach's mal nicht. Oder? Ach komm, mach. Dann würde ich sagen, wir haben hier nichts mehr, was wir brauchen. Ich meine, wir haben jetzt, können jetzt nochmal duschen gehen und auch mal nochmal kacken. Aber das, das lassen wir mal für die Erbauer ihre Probleme sein, ne? Weil die müssen ja bestimmt auch, haben bestimmt auch irgendwo Sanitäreinrichtung. Dann gehen wir mal durch. Wahrscheinlich in den dritten Teil. Ne? Mal gucken. Oh. Das ist eisig. Höhle. Alle tot? Alle tot. Robin, you're just in time. The phase gate is opening. Ach, das hinten ist das Phasentor. Okay, gut, alles klar. You've been hiding a phase gate here this whole time. Only for the last millennium. It will lead us home. No wonder you hid yourself from Altera. It was imperative to keep the homeworld safe. In hopes that the others survived. Yeah. Uiuiui.
me prepare the ship. The energy masks must be moved into place. Oh. Well, this is Danke. Different. Das ist ein Upgrade. Cool. Okay. Ah, ich schwebe auch. Cool. Was machen? Ach, die hier, ne? Die sind irgendwie ein bisschen. Ja, easy. Nur noch rein. Nein! Wow. Ah, über noch. Very good. Return to me and I will initiate ship assembly. Konstruktion des Schiffs, alles klar. Arme zurückholen. The masks are in place. The energy field is ready. There is no time to lose. Wird auch normal gehen. Ich muss eh. Ah, okay. Aus den Masten baut er sich das Schiff dann zusammen. Ja, ja, okay, verstehe. Weil das so irgendwie ineinander geht. Join me, Robin. Komm zu mir, Robin. Okay. Ja, Senpai. Oh, uff. Das tut weh. Oh, ich kann durch den Boden gucken. The levitator was calibrated for heavier bodies. Oh ja. I would have helped you to your feet, but as you can see, I have been fully integrated with the ship. Is this permanent? Nothing is permanent. Are you ready to go? Yeah, you could say that. Ready to leave the past behind. Good. Please brace yourself and then we will depart. Okay. You? Yeah. Launching in 3, 2, 1. Let's go. Ich hoffe, er versteckt es danach auch wieder. Uiuiui. Cool. Machen wir mal wieder weg. Oh oh. Oh shit. Oh ne, der Planet ist kaputt, oder? Was ist das? Ne, dann ist noch ein Tor. Und ins nächste rein. Halbe Achterbahn. Sieht schon mal gut aus. I am ready to face whatever awaits. Du Slimer. Das war dann wohl. Das war das wohl das Ende, wa? Um Subnautica, Bilder aus Zero.
war doch gut. Ich finde, das Spiel ist nicht finished, so richtig gefühlt. Also so ganz viele Sachen sind halt irgendwie nicht so gut aufeinander eingestimmt. Aber alles in allem hat das auch Spaß gemacht. Ich finde die Story manchmal ein bisschen irgendwie verwirrt dargestellt. Also ich glaube, ich bei 1 auch ein bisschen einfacher zu verstehen. Vor allem war das hier irgendwie so zwei Stränge waren. So, ey, einerseits der Bauer, der irgendwie seinen Körper will, warum auch immer. Und wir helfen ihm halt, weil er nervt uns in unseren Gedanken. Und gleichzeitig wollen wir noch irgendwie unsere Freundin oder Schwester oder so, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie mal wiederfinden. Mal gucken, was damit passiert ist. Was irgendwie so zwei verschiedene Sachen sind, die irgendwie so schwierig zu connecten sind und halt jetzt am Ende nur dadurch connected sind, dass halt sagen, okay, wir haben die nicht gefunden, die ist tot, uns hält nichts mehr, also gucken wir jetzt mal, was wir da so machen. Und anscheinend sind wir jetzt so krass heftig connected mit Alan, dass der uns auch voll vertraut und sagt, ja, mit dir können wir alles schaffen. Du bist so heftig. Naja. Aber ist doch cool gewesen. Gucken wir nochmal, ob hier am Ende des Abspanns noch irgendwas ist. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann wohl mit diesem Let's Play. Sagt mir gerne, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, sagt sie auch gerne. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.